Aber ich bin da nicht firm drin. Ist nicht mal, ich mag das nicht, die Superhelden-Gedöns. Ein Express-Service dem und der Rakete da. Hier gibt es 4 Kugeln immerhin. Diese Bauernhofmeuterei läuft aus dem Ruder. Wir brauchen jemanden, der die Ordnung wiederherstellt. Der Erfinder-Droid hat etwas Großes vor. Ah ja. Gucken wir mal. Hoa. Einsparungen sind diese Aufzüge in einem üblen Zustand. Der hier steckt fest. Er funktioniert bestimmt wieder, wenn du ihm einen heftigen Schlag verpasst. Das kriegen wir hin. Hä? Alter! So, ich muss wahrscheinlich hier so... so machen. Komische Kühe mit Lederwaffen, ey. Hauptsache, ich krieg das Scheißvieh nicht kaputt mit dem Schild. So, Sparky. Könnte mal wieder ein bisschen Leben vertragen. Also jetzt langsam, also wirklich. Zumindest haben wir hier gespeichert. Das ist ja auch schon mal was. Kann das sein, dass der Typ gerade so eine Kuh mit seinem, ihrem Lederdingens das Schweinchen gekillt hatte? Sparky ist ja da. Ging geknallt, aber trotzdem festgehalten. Da gibt's eine Kugel. Wie du siehst, hat ein wilder Ochse unsere Waffenkammer eingenommen. Dabei dachten wir, ein gefrorener Gehweg würde die Tiere fernhalten. Der Ochse ist sehr stark. Ich empfehle den Einsatz von Bomben. Du hast richtig gehört. Bomben. Nicht nur eine. Wahrscheinlich gar keine Schwierigkeitsgrad. Hä? Wieso? Was soll ich denn machen? Alter, ich treffe... Das mit dem scheiß Eisgeschlitter, ne? Wenn ich dagegen stürme, explodiert das scheiß Ding direkt. Wie soll ich den denn kaputt machen? Sich irgendwie so schmeißen, dass sie wieder zu ihm zurückkommen. Hä? Ich verstehe es nicht. Also ich darf mich nicht treffen lassen. Ich habe gedacht, ich muss die mit den Schuss auf den drauf knallen. Aber nö. Da bin ich tot. Ja, bin ich direkt tot. Ah. So kann ich das. Ich muss die Bombe mit Feuer treffen.
Autsch. So wird das Spyro sich halt so beschissen steuern lässt. Mit dem Eis. Aber das ist ja natürlich klar, ne? Natürlich ist auch irgendwie fies. Meine Bombe da weggeprallt ist. So, Hammann. Exzellent, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt verteidigen. Nimm diese optisch ansprechende Belohnung. Optisch ansprechende Belohnung. Okay. Gut, haben wir zumindest schon mal 30. Das heißt, wir haben 3 für Öl, haben wir. Fehlen noch 10. Hätte ich echt nicht gedacht, ne, dass ich jetzt, da so ein Problem mit den Kugeln kriege. So, Sparky, da ist ja was. Wundere mich nur, dass ich die Dinger nicht kaputt kriege. Ah, jetzt habe ich wieder ein Leben. Komische Kugel mit ihren Lederschussdingern da. Irgendwas ist da gerade wieder an Schwein kaputt gegangen. Ups. Geht nur abwärts hier. Kann man nicht beim Geldsack einfach mal noch ein paar kaufen? Ein paar Kugeln? Wäre da mal was. Bei den ganzen vielen Schätzen, die ich hier habe. Hat sie es gespeichert? Hab nicht aufgepasst. Naja. Ey, geht doch noch aufwärts. Gut, hier ist nichts, nur ein paar Schweine. Hätte mal auf die Kuh fliegen können, das Schwein. Zack. Bums. Ah. Warum hat er mich jetzt sogar zweimal erwischt? Hat er mich auch schon wieder erwischt. Natürlich jetzt echt Dritte. Und da ist Leben. Feuer und Flügel. Leben. Leben. Bum bum. Ist schon der normale Weg. Ich glaube schon. Ja, ja, gucken wir doch mal, dass wir vielleicht die Herausforderung da schaffen. Wo müssen wir denn jetzt hin, um dahin zurückzukommen? Also, der schwebt ja dann ganz hoch. Das war das. Ich habe dich erwartet. Danke für...
bräuchte deine Hilfe beim Vereiteln der Meuterei. Bitte nimm dieses Objekt, das Lebewesen zu mögen scheinen. Oh, nur schon eine Kugel gekriegt. Ach, wir sind jetzt fertig. Okay. Das ist eine Premiere für Avala, ein Kombinations-Power-Up. Zum Glück bist du hier, um es zu testen. Denn jemand muss die Schafe in ihren Raumschiffen aufhalten. Schafe in Raumschiffe? Uiuiui. Ui, ui. Habe ich getroffen? Wo? Was ist das denn jetzt? Warum kacke ich jetzt hier ab? Schweinerei! Schweinerei! Nein, diese verdammten Elektroschocker da. Ich brauche die Kugeln. Das ist eine Premiere für ja, schon gelesen. Kann ja nochmal eine extra Runde drehen zum Aufladen. So, ein Schaf haben wir. Aber was haben wir bisher? Da. Zwei Schafe haben wir. Fehlt noch das dritte. Wo ist das dritte Schaf? Kann ja nicht sein. Ah, da ist es. Was ist das? Was komme ich da nicht? Na also, geht doch. Exzellent. Du hast diese Schafe vom Himmel geholt. Nimm diese Kugel als Beweis für dein Können. Danke. Ich wusste es. Die ersten Schafe haben einen Notruf gesendet. Weitere fliegende Untertassen sind unterwegs. Klar machen wir. Aber auch fünf von weg. Wenn man sie einmal findet, ist das ja gar nicht mal so schwer. Also die Schätze hier einsammeln. Wir haben ja kein Zeitlimit zum Glück. So, Nummer 1. Was ist denn das jetzt hier? Nummer 2 und 3. Nummer 4. So, einmal aufladen. Nein, nein, nein. Zwei Runden nicht abschmieren. Das ist sicher doch. Da. Und Nummer 5. Gut geflogen, Drache. Du hast bewiesen, wie toll meine Doppel-Power-Up-Erfindung ist. Hier, nimm das zur Feier deines Sieges. Juhu! Noch eine Kugel. Noch 7. Alle Kugeln gesammelt. Yay. Können wir die Schätze hier eben holen. Fast 3000 Schätze. Oh, ich habe ja alle Kugeln gesammelt. Ich hätte eigentlich gedacht, der hinten, der wäre ja noch was, aber das ist ja nur der Durchgang, wo die durchgeflogen sind, die Schafe. Also, nichts Besonderes. Dann kommen wir raus. Die letzten 7 Kugeln noch einsammeln.
Ich meine, es sind viele Kugeln, die wir noch viel mehr einsammeln können. Das wird ja wohl nicht das Problem sein, da noch Kugeln zu finden. Wir haben ja auch Sachen noch dazugelernt, die wir am Anfang gar nicht hatten. Vielleicht kriegen wir dann dadurch auch noch Kugeln. Nur noch keine Metro. Armer Kerl. Show. Was mir nur so einfällt, hier sind ja in den Welten auch Kugeln. Ne, der Herbst, der Welt haben wir keine. Und da sind drei im Sommer. Das sind 5, 6 Stück, die wir alleine in den Welten noch finden können. So, und in der einen kamen wir nicht dran. Ist nur die Frage, warum nicht? Also die ist bestimmt nicht, dass die da irgendwie oben zu bekommen ist. Zack, runter. So. Da müssen wir irgendwie dran kommen können. Hier können wir nicht tauchen. Ich vermute, dass wir irgendwo untertauchen müssen. Und dann kommen wir irgendwie, also nach oben. Oder von oben nach unten halt. Vielleicht aber auch hier irgendwie auf der Zwischenebene. Dass hier irgendwo hier reingeht, was ich nicht gesehen habe. Nein. Oder vielleicht doch tatsächlich hinter der Dingens. Wo ich dachte, da gehe ich dann bestimmt treu bei Hops. So, hier ist nämlich. Hier ist es nicht. Ja. Einmal. Da ist nix. So, hier kannst du mich nicht tauchen. Muss ich tatsächlich da irgendwie. Hier ist auch kein Wasser. Nein, nein, nein. Hier irgendwo runter. Tatsächlich kann ich hier schon mal tauchen. Ich glaube, ich bin richtig. Nein, runter, Spyro, runter. Guck mal, hier ist noch ein Gang. Ja, das muss sein. Warum hätten sie das sonst gemacht? Ja, seht ihr, da ist er. Und ich hatte schon Angst, dahinter zu gehen. Dass ich dann da festsitze. Aber tatsächlich musste ich hier hin, um die Kugel zu kriegen. Gut, das finde ich sogar noch wesentlich spannender, jetzt in den offenen Welten die Kugeln zu sammeln, als jetzt da irgendwelche diese kleinen Missionen zu machen. Gucken wir doch mal, ob wir alle finden. Gehen wir erstmal hier in den Sommerwald. Da fehlen ja schließlich noch 3. Dann müssen wir noch irgendwie gucken, dass wir noch eine irgendwo ergattert kriegen. Weil rein rechnerisch fehlt uns dann noch eine Kugel. Also es waren ja so ein paar Stellen, wo wir nicht hinkamen, weil wir hochklettern mussten und so, also auch in den Leveln. Ich frage, ob ich das jetzt wieder auf die Kette kriege oder einfach mal nochmal die Level komplett durchgehe. So, hier ist jetzt nur die große Frage. Wo sind die? Weil wir haben es ja nicht einmal gesehen. So wie jetzt bei der einen in der Höhle. Okay, ich dachte schon, da kann ich tauchen. Aber nein, kann ich nicht.
Guck mal, der Jäger, der hat auch noch eine. Ja, so früh.